Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin, moin. Ich bin's wieder, eure Simbletech. Und ich habe euch ein bisschen was von Action mitgebracht. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Neuheiten sind oder ob die jetzt erst bei uns eingezogen sind. Not sure about that. Aber ja, ich zeige euch erstmal ein paar Sachen, die ich brauchte. Und zwar. Bin verwirrt. Ein Lightning-Kabel. 8 Pins, weil die dürfen das Wort Lightning wahrscheinlich nicht verwenden. Aber ein Kabel für mein iPhone, weil ich brauche eins extra in der Arbeitstasche und auch am Bett hinten und irgendwo habe ich noch ein zweites und ich habe keine Ahnung, wo ich das hingeschmissen habe. Von daher zwei neue Kabel. Ein langes, ein kurzes. Das ist das lange mit 3 Metern. Das andere ist, glaube ich, 1,50 Meter. Muss gleich mal gucken, wo ich das hingedonnert habe. Dann, ich kleiner Halloween-Fan, habe mir mal wieder ein bisschen Halloween-Trash mitgenommen. Ja, so eine Lampe, die man. Zum Leuchten, achso, ja, ist noch ein Pin drin, ne? Die man zum Leuchten bringen kann. Ich finde es ganz cool. Und von den Batterien habe ich ohnehin genug da. Tamagotchis, ne? So, dann brauchte ich neue Waschlappen und die waren im Angebot bei Action diese Woche. Und deswegen, ja, in so einem dunklen Türkisblau. Türkisblau-grün. Die habe ich mir auch mitgenommen, 3 Stück. Und dann habe ich Dinge entdeckt, die ich so bei uns noch nicht gesehen habe. Und zwar gab es neue Sticker. Ja. Einmal hier. Steht da irgendwie, wie das heißt? Nö, steht da nicht vorne. Nö, nur Sticker. Aber das Set, ja, so ein bisschen Bücher, ne? Bücher, Scrapbooking, so die Richtung. Finde ich ganz schön. Pläne. Hat mir gefallen, da ich ja im Moment auch im Planerbereich unterwegs bin und das mir richtig Spaß macht. Musste das mit und dann ja, ich und mein Herbst. Ne? Ich liebe doch meinen Herbst und dann die Kürbiszeit fängt an und das finde ich so schön. Das musste auch mit. Musste einfach mit. Die werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal holen. Aber ich hatte nicht so viel Geld mit. Ich konnte nicht alles mir gönnen und deswegen musste ich mir noch ein anderes Set gönnen. Und das war dieses Set hier, das Magic Set. Also, und das habe ich mir natürlich zweimal gegönnt, weil ich und Harry Potter, ne? Liebe, einfach Liebe. Ja, das fand ich so schön, das musste zweimal mit. You're magical. Ja, einfach schön, oder? Ist das nicht toll? Ja. Das, wie gesagt, zweimal. Und dann als letztes Set noch dieses hier, das fand ich auch richtig süß. So ein Geburtstags-Teddybär-Set für kleine Kinder. Das war niedlich, das musste mit. Und der, den brauche ich unbedingt als Stempel. Unbedingt. Ja, der war auch süß. Das musste auch mit. Da bin ich nicht dran vorbeigekommen. Süß, oder? Auch das da. Einfach süßi. Ja, dann habe ich mir nochmal was im Bereich Happy Planner gegönnt, auch von Action. Also ich sage so vorsichtig im Bereich Happy Planner, aber ich bin schon darauf aufmerksam gemacht worden, dass es auch hier die kleinen gibt und die wollte ich unbedingt haben. Deswegen habe ich mir diesen Block mitgenommen, weil, ne, das ist dann wie beim Happy Planner eben die Mushroom-Lochung, wo man das Ganze rausziehen und wieder reinmachen kann. Das muss man jetzt natürlich auch wieder reinkriegen bei den kleinen Dingern. Das ist etwas schwerer als bei den großen. Aber das finde ich tatsächlich auch für Schüler perfekt, um das da rauszureißen. Ich fand das früher immer so nervig in den Blöcken, das da rauszunehmen. Ja, so ist das doch actually gar nicht so schlecht. Ja, deswegen musste der mit, wegen den Dingern. Und dann habe ich was entdeckt, was ich so noch nicht gesehen habe, zumindest nicht bei uns. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Liegen die hier irgendwo? Fliegen die hier irgendwo gerade bei mir rum? Sieht nicht danach aus. Doch, da. Ich wollte gerade gucken, ob ich die schon habe, aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das sind neue. Also zumindest für mich neue. Nee, die habe ich nicht. Also, ich habe gerade nach meinen alten geguckt, deswegen musste ich eben kurz weg, aber die gab es bei uns bisher noch nicht. Ich habe nur die alten. Von den alten, das sind dann die hier. Und das ist auch noch einer von denen, aber der ist jetzt hier auch nicht mit bei.
Von daher habe ich da was Neues entdeckt. Und zwar einmal hier, den mit so Wald- und Dschungelmotiven oder ja, so grün auf jeden Fall. Den gucken wir uns mal an. Finde ich ganz schön. Oh, das ist auch schön. Das gefällt mir. Glitzert alles. Alles holographisch. Finde ich. Das ist natürlich wieder nicht ganz so meins. Ne? Diese Punkte über was anderem. Das finde ich auch wieder ganz cool. Finde ich wirklich schön. Das sind immer die gleichen Motive mit anderen Farben. Außer das. Das müssen wir anders verwenden. Das sieht richtig cool aus, finde ich. Ja, immer die gleichen Motive, nur mit anderen Farben. Und das ist immer das Schlimmste. Alle anderen finde ich schön. Also das gefällt mir nicht. Sieht man hier auch, ne? Die Motive sind es und dann, da sieht man auch die Farben tatsächlich. Ja, cool. Cool, cool. Nummer 1. Dann habe ich natürlich noch Nummer 2 gefunden. Der da. Den finde ich auch sehr schön. Das sind wieder die Motive und die Farben. Wir gehen den trotzdem einmal komplett durch. Sehr schön. Also ich finde, da kann man richtig viel mit anfangen. Und wenn die neu sind, ja dann auf geht's zur Jagd. Ne? Also ich habe sie vorher bei uns noch nicht gesehen. In unserem Action, im hiesigen Action. Das ist hier dieses Overall. Ne? Das ist einfach... das geht wieder. Ja. Nicht alle Seiten gefallen mir, aber ich finde jetzt auch nicht furchtbar. Und man kann ja nie genug Papier haben. Ihr kennt das ja, das Spielchen. Oh, das gefällt mir sehr gut. Ja. Block Nummer 2. Dann, Freunde der Sonne, man höre und staune und man sehe, ich habe auch noch die Nummer 3 bekommen. Ja, die Farben, die Motive. Herzen sind ja immer cool, ne? Also auch weiß alleine finde ich schon immer sehr, sehr, sehr schön und edel. Kann man bestimmt toll benutzen. Ich freue mich schon. Da freue ich mich schon drauf, das zu verwenden. Ich finde die richtig schön. Das gefällt mir auch. Dafür fallen mal Punkte, ne? Kommt nicht so oft vor. Ach, schwarz halt, ne? Schwarz. Ich und Schwarz, das ist halt Liebe. Das war der gleiche, der da einloggt in WoW, der diese Geräusche verursacht. Ja, und wer hätte es nicht anders gedacht, habe ich noch einen vierten gekriegt. Und ich glaube, es gibt auch nur vier. Ich habe zumindest nicht mehr gesehen. Vier verschiedene. Und wie gesagt, wenn die neu sind, macht euch auf die Jagd, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Warum? Was mir so auffällt, Action hat so gefühlt keine Herbstsachen, oder? Die fangen jetzt langsam schon an mit den Wintersachen. Aber gibt es irgendwas für Herbst? Das ist eigentlich voll schade. Also so Herbstpapiere und so. Das fehlt mir total. Ja, hätte ich gern. Hätte gerne mehr so Orangetöne, Brauntöne. Ja, irgendwie nicht vorhanden. Weiß ja auch nicht. Aber den finde ich, glaube ich, von den Motiven her am schönsten und auch von den Farben her wahnsinnig toll. Bin gespannt, wie es dann gleich auf dem großen Papier aussieht. Wie gesagt, weiß finde ich eh sehr, sehr schön und edel mit Gold in diesem Fall. Ja, gefällt mir. Gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig. Mit Silber wird das bestimmt auch insane gut aussehen. Oh, das auch. Ich brauche noch einen zweiten davon, ich sag's euch. Uiuiuiui, ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Oh, schön, 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 schön. Also der hier gefällt mir definitiv am besten. Und der erste ist, ja, ich finde die eigentlich alle gut. Alle gut, alle super. Ja. Also die sind richtig klasse und ja, die Sticker auch. Ne? Ist doch so schön. Jetzt habe ich Hunger auf Kuchen. Kann ich jetzt einen Kuchen haben, bitte? Und hier auch das. Oh, ist das schön. Harry Potter-like. Ne? Also Magical. Hedwig. Oder Pigwitchen. Wie heißt Pigwitchen eigentlich auf Deutsch? Hat der einen anderen Namen auf Deutsch? Also das ist die Eule von Ron. Heißt sie? Ich guck mal eben nach. Heißt sie auf Deutsch anders?
YouTube Deutsch. Auch bekannt als dummes, kleines, fiedriges Biest. Ist klar. Ich glaube, der heißt auch im Deutschen so, oder? Ja, also ich glaube, der heißt auch im Deutschen so. Dann Pigwidgeon oder Pig als Abkürzung. Die kleine Zwergohreule. Gut, es sieht jetzt nicht aus wie eine Zwergohreule, aber die sind doch auch so schön. Oder allein das. Oh, ich freue mich schon so auf den Herbst. Auch wenn die meisten nach dem Sommer craven, also wirklich den Sommer zurückhaben möchten. Aber ich denke mir, oh, der Herbst ist so schön. Einfach so schön. Ich freue mich. Ich freue mich. So süß. Einfach so süß. Und das bin ich einfach. Außer, dass ich nicht so dunkle Haare habe. Bin dann eher das da, mit kurzen Haaren. Ja, süß. Einfach süß. Ich freue mich, das alles verbasteln zu dürfen und verkleben zu dürfen und überhaupt. Und die Papiere so toll und alles. Und ach, ja. Ich sag ja, Halloween und Herbst, ne? Geht los jetzt. Geht einfach los. Es ist noch August, aber in meinem Kopf geht schon los. Das Wetter sagt ja auch, es geht los. Von daher, geht einfach los. Aber wenn ihr was von diesen Sachen haben wollt, dann ja, begebt euch auf die Jagd. Sie sind bei Action zu haben, zumindest in meinem Action. Ich wünsche euch dabei ganz viel Erfolg und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Eure Thimbletag. Bye, bye.